Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Warst du schon bei der Bahn? Was soll ich denn bei der Bahn? Na, das 9-Euro-Ticket gilt doch ab heute. Haben wir schon wieder Juni? Ja, klar. Die Zeit, die läuft, das kannst du dir nicht vorstellen, ne? Aber nun sag doch mal. Was? 9-Euro-Ticket. Wieso hast du denn keins? Was soll ich damit? Mit dem Zug fahren. Wir wohnen hier in Sisebi-Moriane. Hier, wo auch kein Zug fährt, was bringt mir da so ein 9-Euro-Ticket? Aber... Der Staat hat 2,5 Milliarden Euro in das 9-Euro-Ticket reingesteckt, um das zu finanzieren. Ja. Moriane, das sind 7 Milliarden Mark. Wo kommt denn auf einmal das ganze Geld her? Der Lindner hat ein Sparkonto. Hast du dir die Züge mal angeguckt? Immer mit Raffiti vollgemalt. Finde ich nicht gut. Die Züge sind eh schon komplett überlastet. Aber... Für 9 Milliarden Mark hätte man mal lieber ein paar mehr Züge kaufen sollen. Ich finde ja, dass ich... Man hätte den Ausbau der Schienennetze mal unterstützen können. Jetzt argumentierst du, aber... Und man hätte endlich mal eine sinnvolle Taktung der Züge machen können. Ich würde auch gern was sagen, kurz. Nun ballern sie die Züge, die im Sommer eh schon aus allen Nähten platzen, noch voller. Und damit wollen sie den ÖPNV noch attraktiver machen. Also... Ja, sag mal. Wir brauchen ja aber etwas, was jetzt die Leute entlastet. Ach. Das, was du sagst, ist ja richtig, aber das dauert ja Jahre. Jahrzehnte, Moriane. Wir sind in Deutschland, vergiss das nicht. Die Inflation macht uns doch alle zu schaffen. Und mit dem 9-Euro-Ticket kriegen wir auch mal was zurück. Erno Hackenbrüher. Die neben Klausenswund? Nee, in der Dorfstraße. Erno, die vor 30 Jahren auf dem Feuerwehrfest in die Erbsensuppe gekotzt hat. Ach. Erbsensuppen-Erna, sag das doch. Erbsensuppen-Erna ist jetzt 93. Was soll die mit dem 9-Euro-Ticket? Die Inflation macht Erna fertig. Da brauchst du doch kein 9-Euro-Ticket. Die kann doch mit dem Zug Urlaub auf Pervor machen. Erna sabbert und guckt den ganzen Tag gegen eine Wand. Selber schuld, wenn man in die Erbsensuppe kotzt. Moriane. Was ist denn mit der Spritpreissenkung? Was? Ist doch auch ab heute. Benzin soll 35 Cent günstiger werden. Und was bringt Erbsensuppen eher noch das? Sag mir das mal. Kann sie in Urlaub fahren? Seitdem die 2003 in den Supermarkt von Dieter Hagelmann gerast ist, hat die doch gar keinen Führerschein mehr. Geschieht ihr recht. Ich finde die ja unsympathisch, ne? Und außerdem hab ich heute Morgen mal bei der Tankstelle von Harald und Bettina hab ich mal nachgeguckt. Und? Um 10 Pfennig ist das weniger geworden. Das muss ich doch erstmal einpendeln, Helga. Ich pendel den Politikern bald mal was mit meiner Faust ein, wenn ihr uns weiter anlügen. Helga. Mit dem Lindner fange ich an. Das Benzin, was jetzt verkauft wird, ist noch das Benzin mit den alten Preisen. Das pendelt sich in den nächsten Tagen so ein. Und nach dem Lindner ist der Söder dran. Was hat denn der Söder damit zu tun? Gar nichts, aber den wollte ich mir schon immer mal vorknöpfen. Wir können doch froh sein, dass wir in einem Staat leben, wo sowas überhaupt möglich ist. Ach, hör doch auf. Wir Deutsche wissen manchmal gar nicht, wie gut uns das eigentlich geht. Erzähl das der alleinerziehenden Mutter, die ihren Kindern keine Eintrittskarten mehr fürs Freibad leisten kann. Wenn jetzt in Skandinavien die Leute so ein Euro-Ticket bekommen hätten, dann würden wir Deutschen wieder sagen, ach, guck mal, sowas wird es bei uns ja niemals geben. Die da oben machen noch ordentliche Politik in Skandinavien. Moriane. Wir Deutsche sind doch nur am Meckern. Ja, und? Wir dürfen für 3 Monate für nur 9 Euro durch ganz Deutschland fahren. Da kann man sich doch auch einfach mal freuen. Nö, ich mecker lieber. Einen deutschen Mann könntest du in einen Raum sperren mit 20 nackten, gut aussehenden Frauen. Weißt du, was der Deutsche sagen würde? Nee. Bisschen eng hier. 9-Euro-Ticket ist der größte Blödsinn. Und das werden die Politiker auch bald merken. 7 Millionen Tickets sind schon verkauft und deshalb wohl erst heute losgeht. Ich hab schon für uns alle vom Krabbenclub welche geholt. Was? Ich dachte, wir fahren alle mal schön nach Sylt. Und dann schön bei 30 Grad kuscheln mit 50 Leuten im Zug, die stinken und schlecht gelaunt sind, oder was? Es ist doch aber auch gut fürs Klima. Nun geht das wieder los. Wir müssen doch auch mal ans Klima denken. Ich sag mal ganz ehrlich, dieses Klimagerede von der immer gleichen Person erinnert mich an eine Zeit, die lange zurückliegt. Und Gott sei Dank. Moriane, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Spargelsuppe. Kenn ich nicht. Ist das von der Saison bei dir abhängig, ob du das kennst oder nicht? Oder ist so das generell so eine Geschichte, dass du da mit Spargel so Probleme hast? Krieg Halluzination von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Muckdat. Muckdat.